klar. Wir laufen lang und es geht einfach mal kaputt. Hey, ich glaube, wir müssen dahin. Ist aber auch nur eine Vermutung. Und wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier noch mit größeren Viechern zu kämpfen haben, aber bitte nicht diesen komischen Typen, der von alleine explodiert. Okay, die brauche ich aber auch nicht, die Typen. Die sind auch blöd. Lebensanzeige haben. Kann das nicht ab? Muss mal in die Einstellung gucken. Ich muss auch noch was in anderen Sinn in der Einstellungen verändern. Das erstmal hier an der Stelle? Okay, gut. Dann möchte ich eigentlich etwas ändern. So. Also ich habe jetzt in den Einstellungen nicht finden können, dass meine Lebensanzeige von den Gegnern angezeigt wird. Schade. Wäre ganz nützlich. Und vor allem bei Bosskämpfen sehr beruhigend. So, gehen wir weiter. Die Herrschaften. Und eine Kiste. Die nehmen wir uns vorher, weil wir kommen sonst hier nicht mehr hin, ne? Weil jetzt gleich was passieren wird. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Subtil. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wohlgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben.
Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Ja, darf ich vorstellen. Der geilste Händler überhaupt, Wulgrim. Ach, ich liebe ihn. Er hat immer tolle Sprüche parat. Es ist ein toller Händler. Und, ja. Ein Gegenstand der Dämonen, der die Lage aller Truhen im Umfeld auf der Karte enthüllt. Schön, ne? Ja, solche Sachen kriegen wir zustande hier. Das war ein sehr schöner Ort. Ja, ja. Schön, schön, schön. 500 Seelen brauchen wir. Dann gibt er uns weitere Informationen. Ist gar kein Ding. Wir können hier einfach die ganze Gegend platt machen. Wir können uns hier dann auch ein bisschen umsehen. Und ein bisschen gucken, was es hier noch so gibt. Gegner spawnen leider nach einer gewissen Zeit immer wieder. Aber ja, die kann man halt auch dann größtenteils ignorieren. Durchrushen, wenn man hier nochmal hinkommt und solche Sachen. Und man wird Gegenden öfters absuchen. Das werdet ihr hier, glaube ich, schon sogar an der Kreuzung merken. Übertreib es. Nein, ich mach immer verkehrt. Ich kann die Tasten aber auch, glaube ich, nicht umlegen. Ja, das ist kacke. Ich hau mal ab. Will nicht gegen ihn kämpfen? Ich hab's richtig versaut und der rennt mir natürlich hinterher, die Sau. Scheiße. Nur ein bisschen was erzählen. Ich merke es immer wieder, wenn ich solche Kämpfe habe, ich kann mich nicht so konzentrieren. Hätte mir in Castlevania schon auffallen sollen, ne? Also zuletzt zumindest ist dort. Ach, jetzt ist er erledigt. Ich habe einen Raben kaputt gemacht. Der hat mir Leben geschenkt. Okay. Weißt du, ich habe hier alles einfach zerstört. So, da hinten ist noch eine Lebenskiste, die lassen wir aber mal. Ah, das Gute ist, wie ihr auch, verkehrte Taste, wie ihr auch sehen könnt, die werden hier angezeigt auf der Karte. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass wir dieses Dings haben. So, und hier merkt man zum Beispiel schon, dass man in bestimmte Gegenden öfters hinkommen muss, weil das können wir noch nicht entfernen. Hoch, das bringt nichts. Die Kiste. Oh, sollen wir die mitnehmen? Obwohl, nee, wir haben ja eigentlich genug Leben erstmal, deswegen würde ich die erst sicherheitshalber erstmal lassen. Ich habe ein Stück. Ah, nee, das war seine Waffe, ne? Ich dachte gerade, ich habe ein Stück Holz. Irgendwie in der Hand. So, die ist erledigt. Er ist noch nicht erledigt. Oder es. So. Und hier haben wir Wasser. Ist aber auch kein Problem, weil wir schwimmen können. Wir können sogar tauchen. Und wir haben keine Luftanzeige, ist nicht notwendig. Er kann das lang genug anhalten. Und hier haben wir unser erstes Artefakt. Diese alten Insignien wurden der Legion der Hülle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht. Bringen Sie sie zu Wulgrim, damit er sie dafür entlohnt. Ja, das sind, ja, wie will man sagen, Trophäen, Relikte, Sammelbares halt, ne, für die man halt auch Belohnungen bekommt. Das ist ja das Schöne. So, ich glaube, sonst ist hier unten nichts weiter. Gut, dann tauchen wir mal wieder auf. Können hier rüber raus. Dann sind wir hier an der Stelle, wo wir auch reingesprungen sind.
klettern jetzt mal hier rüber zur Kiste. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich war leider auch nicht schnell genug. Nein, nein, nein. Okay. Ich glaube, ich lasse das erstmal, bis ich die angreifen kann. Und das Gute ist, die Artefakte, die werden auch auf der Karte gezeigt. Wenn ihr das gesehen habt, bevor ich rein bin, dass da was Grünes war. Und jetzt ist dieses Grüne etwas weg. So, gut. Den Baum können wir noch kaputt machen. Und an dem Baum gehen wir uns mal weiter hier umsehen. Auf den ersten Blick jetzt nichts. Ja, auch nicht. Man sieht auch so was Schönes leuchten, ne? Ja, das ist auch erst später relevant. Leider, leider, leider. Guck mal, ein bisschen Leben hier. Kaputt machen. Okay, die geben diesmal keine. Schade, aber auch. Aha. Achso, okay, ja gut, die gehen. Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Riesenfeuervieh. Ist einfach nur Stufe 2 der Lakaien, ne? Drücken Sie RB, während Sie auf der Stelle stehen, um einen Angriff abzublocken. Ja, okay. So ist blocken. Wenn ich in der Richtung bewege, weiche ich aus. Ausweichen kriege ich hin, blocken. Pff, nie. Werde ich nie hinkriegen. Manchmal habe ich Glück. Da schaffe ich es. Auch so ein aktives Blocken oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, gibt es das hier? Wird sich zeigen. Wenn es das gibt, dann werden wir davon informiert. So, dann gehen wir mal hier rein, nachdem wir den hier erledigt haben. Mann, hier alles noch klein. Kurz und klein. Aber merkt schon, es sieht anders aus hier auf der Erde, als zu dem Zeitpunkt, als wir frisch rein sind, ne? Wenn wir so frisch runtergekommen sind und alles. Ist halt wirklich noch die Frage, wie viel Zeit ist vergangen, dass Krieg beim feurigen Rad war? So, und das ist so eine blaue Kisten-Dings, also nur mit Seelen. Das Schöne ist, dass die einfach dann auch von der Karte verschwinden, wenn man die eingesammelt hat. Das ist das Schönste. Oh, guck mal. Das sah ein bisschen aus wie... Oh, guck mal nicht. Nee, bitte nicht. Wow. Schöne ist, die machen den halt den anderen halt auch Schaden, ne? Ist so. Oh, verdammt. Jetzt! Ich will doch nur. Was mache ich hier? Ich habe irgendwas aufgenommen und ihn damit gehauen. Oh, Mann! Ich habe aber bald genug gesehen. So sieht es übrigens aus, wenn man das ein bisschen besser macht, ne? Hilfe! Wir haben jetzt genug Seelen, um Wulgrims Hunger zu stillen. Ja. Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier stillen. Kann ich den noch kaputt machen? Hätte ruhig weiter weglaufen können. Na, oh, verdammt. Ja. Schön war's, ne? Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? So,
So, ich hoffe, ich habe noch genug. Und dass das da hinten, ja, das hat auch gezählt, dass ich das genommen habe. Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf. Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden. Hinter dem Tor musst du Samaels Gefängnis suchen. Einst war Samaels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen. Manche sagen sogar, er sei eine Bedrohung gewesen. Du wirst feststellen, dass er kein Freund des Zerstörers ist. Komm zu mir, wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast. Ich werde dich dafür entlohnen. Hier geht's ja wenigstens noch mit den Seelen. Die verliere ich nicht, wenn ich tot bin, wenn ich die gesammelt habe, soweit ich mich jedenfalls erinnere. Oh, guck mal, die sind alle wieder da. Erdrufer, ein meisterhaft gearbeitetes Horn, dessen Ruf uralte Tore erweckt. Drücken Sie RT, um das Horn zu benutzen, wenn Sie es tragen. Manche Lebewesen werden vom ohrenbetäubenden Ruf des Horns auch zurückgestoßen. Ja, ja, ja. So ist das, so ist das. Bei Dark Souls 3 war es nämlich zum Beispiel so, dass der, dass das alles verloren gegangen ist. In den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Na, ich hoff's doch mal. So, man kann halt verschiedene, ne? Sachen bei ihm kaufen. Zornkerne. Damit halt meine Menge an Zorn höher wird. Angriffe. Andere Waffen noch. Sense und Todsense. Auch sehr schön. Und hier das halt die Stufen höher machen. Auch von den Angriffen, von den Gegenständen, die wir so haben. Naja, so. Bist du den weiten Weg gekommen, um der so, ein Artefakt. Warte mal, nein, 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 nein. Ich will noch mal kurz. Wir müssen, können doch bestimmt auch andere Sachen kaufen. Ja, Lebensessenz. Ach komm, wir müssen einmal holen, auch wenn es teuer ist. Wie du mächtig bist. Leeres Gefäß. Gut, gut, gut. Kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? So. Vulgrim erkennt man übrigens auch daran, wenn er in der Nähe ist, an diesen Teilen hier oben. An denen hier. Das ist immer so ein Zeichen für ihn. Und wir müssen jetzt eigentlich da weiter. Ich würde mich aber gerne hier nochmal hinten ein bisschen umsehen. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge. Bis da dann. Tschüss, eure Tai.